Hallo zusammen! Salut miteinander! Willkommen zurück bei den Car Collectors! Heute haben wir ein neues Video im Bereich Pokewissen. Es geht darum... Es geht um das, sozusagen um das Abwiegen von Boostern. Wir wollten euch das mal klarstellen, wie wir das behandeln und ein bisschen um das Thema reden, weil es ist immer so... Eine Wissenschaft für sich. Manche sagen, man kann nicht. Aber wir gehen gleich auf das Thema ein. Ganz richtig. Im Grunde genommen geht es darum, die Frage, kann man Pokémon Booster darauf wägen, ob sie eine coole Karte, wie eine EX, GX oder so drin haben? Und gibt es Leute, die sich diese Booster dann schnappen und sozusagen die Zongs, also die Liam Booster dann, die nichts drin haben, verkaufen? Es ist ein emotionales Thema. Genau. Es ist besonders bei Sammlern von alten und wertvollen Karten ein Riesenthema. Oh ja. Und deshalb heute reden wir mal Klartext, wie es bei den Card Collectors ist. Genau. Weil es für uns und für euch wichtig ist, dass ihr wisst, wo ihr gute Pokémon-Karten kaufen könnt und wo ihr sie mit gutem Gewissen kaufen könnt. Sandro, wie geht das? Was ist die Theorie hinter dem Abwägen? Die Theorie hinter dem Abwägen ist, gewisse Booster, vor allem auch alte Booster, haben natürlich, wenn es eine Holo drin ist oder eine Full Art, oder ist das Booster um einen Bruchteil von einem Gramm schwerer. Das heißt so viel wie, man könnte theoretisch mit einer sehr genauen Waage abwiegen, ob das Pack was drin hat oder nicht. Sie haben jetzt mit den neuen Boostern, haben Sie das, die Codekarten, die drin sind, einige sind leichter oder schwerer. Das heißt, man sieht auch, wir haben es auch schon, wenn ihr die anderen Videos vorher geht, guckt rein, da haben wir auch schon mehrfach betont, dass Codekarten, habt ihr gesehen, die hellen oder die dunklen, also die grünen oder die weißen. Und dann weiß man schon, ob was drin ist oder nicht. Genau, und die Theorie dahinter, die Codekarten, die kompensieren sozusagen den Unterschied im Gewicht, sodass jeder von den neuen Boostern dann genau gleich schwer ist, damit es für diese Frechdachse, die das wiegen möchten, nicht mehr möglich ist, von außen festzustellen, ob da was drin ist. Ich glaube, wir können ganz kurz sagen, ich glaube, da auf der Seite habe ich noch in meiner Sammlung, haben wir neue Booster der neuen Generation und irgendwo noch einen Vintage Booster. Siehst du da noch was drin? Ah, ich gebe dir Platin Arceus. Gut, also. Um es euch mal kurz zu zeigen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, magst du hier mal diesen Cosmic Eclipse? Das ist ein aktuelles Set, eine sehr neue Karte. Kennt ihr auch? Das ist das Cosmic Eclipse. 2019. Wie sieht es da aus drin? Wir machen mal schnell auf. Ich mache es hier schnell so auf. Wir haben hier drin. Okay, dann seht ihr es. Genau, dann seht ihr es gleich schön. Ich mache jetzt hier auch ohne Kartentrick und nix. Aha. Wenn ich jetzt hier umdrehe, habe ich eine weiße Karte drin. Es ist eine Pokémon-Code-Karte. Genau. Die ist Karte drin. Ist theoretisch gesehen, müsste leichter sein. Aha. Das heißt, damit die Folie von den Holos macht das Gewicht sozusagen schwerer. Genau. Also müsste jedes Pack gleich schwer sein. Ist fast schon eine Wissenschaft. Jetzt habe ich hier einen Kartentrick nicht gemacht. Ich mache es in Club 4, da müsste hier die Energiekarte sein, genau. Energiekarte ist auch immer drin bei den neueren Booster. Eine Energie, eine Codekarte und 10 Pokémon-Karten. Genau. Also wichtig, einfach das zu wissen. Jetzt müsste hier die Reverse Holo zählt nie dazu, genau. Aha. Und dann haben wir die Holo, genau. Holo Steelix, sehr das cool. Das Steelix. Also, und weil das Steelix jetzt ein bisschen schwerer ist, das Holo-Karte, als eine reguläre Karte wäre, kommt hier ein leichter Code rein. Richtig. Und so wird das kompensiert und so ist es praktisch in neueren Sets, 2005, 2006 und später, so ab Schwarz und Weiß dann langsam, haben sie angefangen, genau diese Code-Karten reinzutun, um das zu balancieren. Richtig, genau. Wenn wir jetzt aber ein richtig altes Set anschauen, wir haben hier richtig alt, Platin Arceus. Was war das? 2000 und irgendwas? 2000. Wir sehen es gleich. Aber ich mache es jetzt kurz gemeinsam mit euch auf, um euch zu zeigen, was denn hier der Unterschied ist. Vorhin beim aktuellen Set hatten wir gesehen, wir haben
Codekarte drin. Und hier gibt es keinen, also es gibt einen Trick, aber ich wollte kurz mit euch schauen, was denn hier eigentlich alles drin ist. Wir haben Pokémon-Karten, wir haben eine Reverse-Holo, wir haben eine Holo-Karte. Nice. Sehr cool. Das Tangolos. Hier, sehr schöne Karte. Habe ich jetzt noch gar nicht mal drauf angespielt, aber ihr seht, da sind alles nur Pokémon-Karten drin. Das heißt? Es hat keinen Code. Keine Codekarte. Es hat auch keine Energie, aber das ist zweitrangig. Genau. Es hat keine Codekarte. Was bedeutet das? Das bedeutet, mit der Folie auf der Holo ist das Pack minim schwerer. Das heißt, es wäre theoretisch möglich gewesen, das abzuwiegen und zu sehen, dass das Pack ein bisschen schwerer wäre. Gut. Machen wir bei Card Collectors grundsätzlich nicht. Es gibt Sammler, die das machen, wenn sie Karten kaufen. Wenn du ein Booster Pack kaufst, erste Generation Base Set. First Edition. Du willst wissen, ob da eine seltene Karte drin ist oder nicht, weil der Preis für das Booster so unterschiedlich ist. Enorme Unterschiede. Mehrere hundert Franken Unterschied teilweise pro Booster. Und darum ist es bei diesen Sets, wo es nur noch ganz wenige Booster hat, ist es oft Usus, dass Sammler untereinander sagen, du verkaufst mir das, aber ich will wissen, ob das ein schweres Booster ist oder ein leichtes. Das ist okay, wenn es für beide Seiten transparent ist, dann ist es in Ordnung. Es müssen es einfach beide wissen. Bei uns, bei Card Collectors, gibt es diesen Fall nicht. Wir haben andere Sets. Unsere ältesten sind Ruf der Legenden, genau. Hard Gold Soul Silver und was war da noch dabei? Schwarz-Weiß, genau. Also das sind die Karten, die bei euch auch super beliebt sind. Und heute wollen wir euch zeigen, wie wir garantieren, dass diese Karten, dass ihr bei den Boostern, die ihr bei uns kauft, dass ihr auch sicher die Möglichkeit habt, coole Pulls zu ziehen. Wir sehen es immer wieder, auch in unseren Videos. Es kommt immer was Cooles zum Vorschein. Das sind absolut fabrikfrische Booster Packs. Genau. Es wurde nicht damit gespielt. Es wurde nichts damit gemacht. Wir haben die nicht aufgemacht, nicht angefasst, bis sie zu euch kommen in diesen Umschlägen, richtig, die ihr kennt. Genau. Und wie wir das machen können, zeigt euch Sandro jetzt gerade. Wir haben hier ein Beispiel. Es ist eigentlich ganz einfach. Mhm. Wir haben hier eine komplett verschlossene Display, also komplett verschlossen. Mhm. Sie ist verschweißt. Ihr seht, was ich meine. Sie hat schon ein bisschen was miterlebt, wie ihr hier seht. Aber wir haben hier noch nie was angerührt von der. Es ist unmöglich, hier einen Booster rauszunehmen oder irgendwie was dran zu basteln. Das ist eigentlich ganz simpel. Ich zeig's euch hier, wie wir das handeln. Genau, der Grund, warum die angerissen ist, wir kaufen diese Booster so gesealed. Und ihr seht das hier original noch zu. Genau. Das Ding ist, diese Booster, normalerweise werden die nicht geöffnet, diese Booster-Displays, weil sie viel zu wertvoll sind. Wenn sie aber eine Schramme haben, so wie ihr gerade vorhin, sind sie für Sammler viel weniger wertvoll. Richtig. Das heißt, die Sammler sagen da, schau, hier ist ein Schaden, ich kann sie nicht mehr als sealed verkaufen. Und wir sagen, gut, aber so solange die Booster drin nicht angerührt wurden, ist es für uns gut genug, weil wir machen es auf, dann machen wir euch die Sets und verschicken euch die Karten zu. Und zwar jetzt läuft das so, wir haben eben aufgemacht und dann machen wir nichts anderes wie das hier öffnen. Mhm. Und ihr seht hier auch mit der Nummer und alles drum und dran. Genau, ihr seht hier so ein bisschen im Hintergrund die Nummer. Und dann machen wir nichts anderes wie Booster raus. Booster raus, genau. Booster raus, genau. Vier Booster, genau. Zusammennehmen und dann einfach hier rein. Und that's it. Dann kommt euer Name drauf. Genau. Ja. So. Und da kommt noch ein Flyer von uns rein. Aber wir berühren eure Booster genau einmal. Einmal aus dem Display raus, hier rein. Weil das ist uns wichtig. Wir sind sehr passionierte Sammler und ich habe das jetzt auch schon miterlebt. Geht und guckt rein. Wir haben von den Lost Thunder und Celestial Storm haben wir, was waren das, 60 Booster aufgemacht. Ja, da sind wir auch nicht ganz sicher, was mit denen gelaufen ist, oder? Das war komisch. Und das tut weh, weil du freust dich so. 60 Booster, wunderschöne Karten drin. Und das will ich keinem anderen wünschen. Und darum machen wir es genau so. Das ist unser Motto, sag ich jetzt mal. Das ist unsere Philosophie, das ist, was uns am Herzen liegt. Wir wollen, dass wenn ihr so viel Geld zahlt, auch für Pokémon-Karten, sie sind nicht günstig und die alten sind noch viel wertvoller, dass wenn ihr die
von uns kriegt, von den Card Collectors, dass ihr sicher gehen könnt, dass da die Chance drauf ist. Mhm. Wir können es ja nicht garantieren, wir wissen selber nicht, was drin ist, aber dass ihr die Chance habt, was wirklich Cooles aus diesen Boostern zu pullen. Und das gilt nicht nur für die Vintage Booster, das zählt auch für die aktuellen. Und Sandro zeigt euch gerade nochmal, wie es ist bei den japanischen. Genau, eigentlich gleich. Ihr seht ja auch sealed, japanisch. Die kommen so frisch aus Japan. Genau. Und dann probiere ich hier auch in einmal das Booster so aufzukriegen. Wir haben eine Schere links, was das ist. Schere dort bei Team-Up, genau. Team-Up, okay. Wir haben diese Frage schon mal ein paar Mal erhalten. Woher bekommt ihr denn eure Booster? Wie weiß ich, dass eure Booster sauber sind? Und wir sagen, wir kaufen die Boxen. Einmal voll, ja. Genau, wir kaufen die Boxen geschlossen. Ob das jetzt Vintage oder aktuelle oder japanische Booster sind. Wir nehmen das Zellophan weg. Genau. Wir öffnen die Box. Und da geht auch niemand dran. Das ist bei uns im Lager. Und alles, was wir damit machen, ist, wir nehmen die Booster und legen sie. Wenn jetzt jemand von euch drei Booster bestellt, was machen wir dann? Ich nehme gleich die zwei und das hier. Genau, eins, zwei, drei. Wir arbeiten von vorne nach hinten. Es ist jedes Mal wieder wild durcheinander gemischt. So, mal die drei. Wenn jetzt jemand zwei Booster bestellt, wie machen wir es dann? Dann gibt es einfach dann eins kommen von links die nächsten und zwei, eins, dann kommen eins die nächsten von links zwei. Und eins von rechts. Genau, und so kommen sie dann auch in diese Tüten rein und werden an euch geschickt. Wir berühren sie einmal in dem Moment, wo sie aus einem verschlossenen Display kommen und zu euch in den Brief gehen. Uns ist wirklich auch wichtig, eben auch wegen den Boostern, wenn die schön, hast du die 10-mal in der Hand, sehen die nicht mehr so aus, oder? Das ist wirklich, wir wollen ja schließlich auch, dass ihr Freude, genau die gleiche Freude mit uns teilt. Und ja, eigentlich gibt es da auch nicht mehr viel zu sagen. Es ist, sag ich mal, eine einfache Sache. Mhm. Das mit dem Abwiegen, ja, ich bin kein Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber es ist jedem selber überlassen. Genau. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dass eure Karten, dass eure Booster Packs original sind, dass sie nicht gewogen sind, dass alles mit ihnen stimmt, dann kauft sie bei Quellen, denen ihr vertrauen könnt. Das sind nicht unbedingt Online-Quellen bei Online-Beat-Häusern, eBay, Ricardo. Kann man machen, kann man nicht. Geht lieber zu den Profis. Profis wie die echten Spielwarenläden, hoffentlich, wenn sie was auf sich halten, oder? Die Card Collectors. Es gibt einfach die offiziellen Channels, die auch die Produkte direkt von der Fabrik bekommen, so wie wir. Genau. Und wir auf jeden Fall, wir setzen alles drauf, dass das korrekt abläuft. Wenn ihr bei uns kauft, könnt ihr ein gutes Gefühl haben. Es soll ja wirklich auch fair bleiben, oder? Das ist sehr, sehr wichtig. Ganz genau. Und damit hoffen wir, dass wir euch ein bisschen klar machen konnten, wie das bei uns läuft, wie wir sicherstellen, dass ihr die besten Pokémon-Karten bekommt, die ihr haben könnt bei den Card Collectors. Genau. Und wir freuen uns auf jeden Fall, euch diese tollen Karten mit euch zu teilen, euch eine Freude zu machen. Schaut vorbei. Schaut in den Shop rein. Genau, da seht ihr dann auch alle Sets, die wir momentan zur Verfügung haben und euch gerne zusenden, wenn ihr gerne was möchtet. Ihr seht ja jetzt, wie es hinter den Kulissen abgeht bei uns. Und ja, dann wäre es das eigentlich für dieses Video. Eine kleine Aufklärung für euch. Genau. Und danke vielmals fürs Zuschauen. Liked, kommentiert und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Genau, wir sehen uns das nächste Mal zu einem Opening. Macht's gut. Tschüss. Ciao.